Aloha Wohnzimmerkapitäne, Aloha Seekräuter, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei dieser Flaschenpost und zwar dem Deep Talk zum Update 0811 und in gewohnter Manier ist der Uwe mit dabei. Hallo Uwe. Ho ho ho, willkommen zum Weihnachtsupdate, es gibt Geschenke ohne Ende. Lasst euch erzählen, wo ihr was von uns, ne, nicht von uns, lasst uns von uns erzählen, was ihr im Spiel bekommen könnt und es ist reichlich diesmal, also Wargaming hat echt die spendierte Hosen an. Genau. Update wird aufgespielt am 12. Dezember von 6 bis 9 Uhr. 3 Stunden lang sind die Server also down. Das Update ist 1,9 Gigabyte groß und es gibt Schneeflocken, es gibt Goriza, es gibt Schiffsbau, es gibt Sachen in der Waffenkammer und wir bringen euch einmal kompakt auf den nächsten Stand. Also kompakt, wir gehen jetzt schon ja, detailliert durch, sodass ihr danach auch wirklich auf dem aktuellen Stand seid. Dann könnt ihr euch hier das schöne Video von Dasha angucken. Aber ihr könnt natürlich auch bei diesem Video hier bleiben. Und das erste ist ein Neujahrsgeschenk, was ihr direkt bekommt, wenn ihr nämlich ins Spiel eintretet, Uwe. Genau, ihr geht einfach in die Waffenkammer und bekommt dort schon mal 2 Weihnachtsgeschenke gratis. Und es gibt auch einen neuen Reiter in der Waffenkammer, der Weihnachtsgeschenke heißt. Und da könnt ihr gegen Dublonen diverse Weihnachtspakete, zu denen wir nachher noch kommen, umtauschen. Und 2 weitere Weihnachtscontainer warten bei euch bereits im Frachter im Hafen. Also wenn ihr euch das erste Mal einloggt, es gibt noch mehr Geschenke, nur beim Einloggen, da kommen wir gleich zu. Aber da geht's doch schon mal los. Also ich sag ja, Geschenke, Geschenke, Geschenke. Also am Anfang heißt es quasi 4 Container mitnehmen. Einmal auf den Frachter gehen und einmal in die Waffenkammer gehen, gibt jeweils 2 Geschenke. Das ist schon mal eine mega Sache. Und die nächsten Geschenke sind dann die Schneeflocken, die ihr aus letzten Jahr schon kennt. Die Schiffe haben unten so ein Schneeflockenzeichen. T5 bis T7 gibt 400 bis 750 Kohle für jeden Sieg, den ihr erfarmt. Das heißt Koop, 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 da geht's am schnellsten. T8 bis T9 Schiffe gibt 75 Stahl für jeden Sieg. Und wenn ihr T10 Schiff habt, dann gibt's ein normales Weihnachtsgeschenk. Was da drinne sein kann, gibt's gleich im Anschluss nachher. Ja? Genau, es gibt noch zu beachten, natürlich möglichst jetzt keine Schiffe mehr davor zu verkaufen oder zu versetzen, weil jedes Schiff, was ihr habt von T5 bis T10, bringt euch was. Noch ein Hinweis dazu, solltet ihr im Laufe dieses Updates ein Schiff dazu bekommen, sei es aus einem Container oder sei es, dass ihr etwas erforscht habt und so weiter, dann auch diese Schiffe nochmal fahren, weil auch da liegen dann noch Schneeflocken drauf, kann man aber eigentlich recht übersichtlich im Schiffskarussell sehen. So ist es. Und ihr könnt eine Schneeflocke auch nur einmal abfegen oder abblasen von den Schiffen und dann kriegt ihr nur einmal diesen Bonus. Also ihr könnt es dann nicht wiederholen. Das nur mal so als ein Hinweis am Rande. Ja, nächster Punkt sind dann schon die Neujahrsdirektiven, die es hier gibt. Und die nächsten Geschenke, weil ja. Gut, hier müssen wir ein bisschen was für tun, aber unter anderem gibt es halt auch den T7 Premium Kreuzer Gorizia, der Italiener, und den kriegt man schon relativ fast am Anfang, ne? Ja, ich glaube, nach 3 Direktiven war das, und ihr müsst genau in der 3. Direktive 5 von 13 Aufgaben abgeschlossen haben, dann ist die Goriza euer. Und das bringt uns dann eigentlich auch schon wieder zu den nächsten Punkten. Aber ihr könnt natürlich mehr als die Goriza noch erfahren. Ihr könnt hier Weihnachtsgeschenk erfahren, Schiffsbaucontainer, Kohle, Stahl, Schiffsbaumarken und eine permanente T8-Tarnung. Auch darauf gehen wir im Verlaufe dieses Videos noch drauf ein. Und ich springe jetzt hier mal in den nächsten Reiter, um euch so ein bisschen zu zeigen, was die Goriza dann noch ermöglicht. Weil das eigentlich nur der Startschuss für eine Auftragskette ist. Jetzt muss ich hier gerade mal zu rechts scrollen. Mhm. Und zwar zur Goriza-Auftragskette. Hier ist das. Ihr müsst den ersten Abschnitt mit der Goriza fahren und bekommt dann dafür einen Schiffsbaucontainer. Und dann gibt es noch 2. und 3. Abschnitt und am Ende gibt es die Furious mit einem T3, also mit einem Dreierkapitän und so weiter und so fort. Ihr seht es, ne? Reihe 2, dann gibt es die Ismael, Reihe 3, dann die Jepar und Reihe 4 gibt es dann die Trento. Immer wenn ihr diese Schiffe schon habt, gibt es dafür Credits als Rückvergütung in eure Börse sozusagen, kann man sagen. Genau. Ja? Die Goriza wird es auch sehr wahrscheinlich, also nein, eigentlich kann man ziemlich sicher sein, dass es die auch im Shop zu kaufen geben wird, wahrscheinlich auch wieder in verschiedenen Paketen. Das heißt, wer sagt, oh, ich will jetzt die Direktiven nicht machen und will aber trotzdem die Aufgaben hier erfüllen, der kann das natürlich machen, bekommt dann hinterher die ganzen Sachen hier und wenn er dann die Direktiven doch durchmacht, gut, dann gibt es die Goriza nicht ein zweites Mal, dann gibt es da Credits halt dafür. Und für die Aufträge habt ihr Zeit vom 11. Dezember bis zum 15. Januar, also diese speziellen Goriza-Aufträge, so nenne ich sie jetzt einfach mal. Ne? Also
massig Zeit. Genau, und nochmal der Hinweis, ihr müsst die Gorisa haben, damit ihr diese Auftragskette überhaupt auslösen könnt, weil das erste Kapitel der ersten Kette sozusagen nur mit der Gorisa erfüllt werden kann. Danach reichen T5 bis T10 Schiffe. Mhm. Und dann gibt's Event-Container. Das ist ja das, was wir eben schon haben anklingen lassen. Ja, also die Weihnachtscontainer, die besten Container des Jahres sozusagen. Alles freut sich. Ja, es ist einfach so. Die Wahrscheinlichkeit, dort gute Sachen rauszuziehen, und ihr seht gleich ja wieder, was da alles Tolles drin ist, die ist einfach größer. Das heißt, kaum jemand wird mehr Schiffe aus einem Container ziehen als in den Weihnachtscontainern. Das ist einfach so. Ja. Und dieses Jahr haben sie sehr richtig vollgestopft. Ja, und von der Sache her ist überall fast das Gleiche drin. Also hier in den Standardcontainer, da sind dann nur Standardsignale drin, aber halt eine große Masse. Ja, gibt dann Free XP, Kohle, Dublonen und natürlich eins, also eine Chance auf eins von 86 Premium-Schiffen im Spiel. Das kann sein, eine Missouri, eine Belfast, eine Kutuzov, alles mögliche, Musashi, alles, was schon mal irgendwie im Spiel war und inzwischen nicht mehr verfügbar ist, ist da auch potenziell mit drin. Umso höherwertiger das Geschenk, also wenn es dann Silber wird, also großes Geschenk, umso höherwertiger sind auch die Inhalte dann. Gibt Spezialsignale oder 90 Tage Premium-Spielzeit können dann dabei sein. Und dann gibt es natürlich noch die Mega-Variante des, Santa Mega-Gift sozusagen, also des Weihnachtsgeschenks in super groß, ja. Genau. Und wenn ihr das Glück habt und aus einem der Container ein Schiff zieht, was ihr schon habt, dann wandelt sich das automatisch in einen super Container um und ihr habt halt die Möglichkeit, daraus ein Schiff zu ziehen. Und wenn ihr schon alle Schiffe habt, dann gibt es halt eine dieser anderen Geschenke. Dublonen, Kohle, Tarnung etc. Also ist es auf jeden Fall für jeden etwas dabei. Ja, ich habe hier nochmal ganz kurz die Liste aufgemacht. Ne? Da sind auch alle T9-Schiffe mit dabei, die im Moment gibt. Alaska, Jean-Bart, Georgia, Friesland, Azuma, also eine ganzen Schiffchen könnt ihr da wirklich interessanterweise rausziehen. Ja, und dann gibt es noch die täglichen Lieferungen. Ich scroll hier nochmal kurz zurück, weil die haben wir bis jetzt eben übersprungen. Das ist der sogenannte Login-Bonus bei World of Warships. Auch da sind Container, Geschenke und Schiffsbaumarken dann auch dabei. Und das bringt uns eigentlich wieder zu dem nächsten Thema, was ich hier aber nur ganz kurz anschneiden möchte. Ihr wisst, dass in Update 0811 die Werft eingeführt wird und ihr euch euer T10-Kreuzer selbst erbauen könnt. Aufgrund der Komplexität, wo ihr überall die Sachen herbekommt, wie das genau funktioniert, und aufgrund der Nachfrage von uns oder von uns, bei uns, von euch als Zuschauer, werde ich dazu ein separates Video machen, was nahezu zeitgleich mit diesem Video hier, was ihr jetzt gerade seht, released wird, wo ihr euch nochmal ganz dediziert in einem kurzen, kompakten Video informieren könnt, wie die Werft funktioniert und welche Tipps und Tricks wir da für euch haben, damit ihr die Puerto Rico rechtzeitig oder sogar vorzeitig bekommen könnt. Genau, wie setzt ihr den Bonus am besten ein? Wo lohnt es sich, was einzupacken? Lohnt es sich noch, Dublonen zu investieren? Und wenn ja, was ist der Gegenwert dafür? Weil es geht ja nicht nur um das Schiff, da gibt es ja noch mehr. All das, wie gesagt, in einem extra Video, was wir euch hier jetzt verlinken, damit dieser Deep Talk jetzt hier nicht unendlich lange dauert. Genau. Und dann kommen wir zur Schiffsbausammlung. Da braucht man eigentlich gar nicht so viel zu erzählen. Ihr habt es schon gesehen, es gibt diese Schiffsbaucontainer, diese blauen mit dem gelben Rahmen. Ja, diese hier, die ich gerade anzeige, da drinnen können halt auch Gegenstände sein. Diese Sammlung besteht aus 20 Elementen, also 5 Seiten A4, ne, das sind dann 20 Elemente. Für jede Seite, die ihr vervollständigt, gibt es einen Tag Premium-Spielzeit. Und wenn ihr alle 5 Seiten voll habt, also die Sammlung vervollständigt habt, gibt es ein großes Weihnachtsgeschenk, das ist das mittlere sozusagen. Ja. Und dann gibt es ein Captain's Logbuch. Da gibt es auch nicht so viel zu erzählen. Ein separater Raum. Ich finde es eigentlich ganz praktisch. Es wird in diesem Captain's Log eigentlich alles aufgelistet, was ihr bisher erhalten habt. Also von Schiffen, Kapitänen, Aufnähern, Tarnung, Flaggen, aber eben auch aus den Sammlungen speziell. Das heißt, ihr seht auch, oh, in der Sammlung, die habe ich damals nicht fertig gemacht, da fehlt mir noch das und das. Also finde ich eigentlich eine ganz schöne Sache. Soll ein bisschen Übersichtlichkeit reinbringen, damit man sich jetzt nicht durch alle Sachen durchklicken muss, um es zu finden. Ist ein Achievement-Raum, könnte man sagen. Ja? Sozusagen. Ja, genau. Alles, was ihr in World of Warships erreicht habt und was ihr erreichen könnt, was euch noch fehlt, wird dann da angezeigt. Nächster Punkt. Plan, Keilerei und gewerteter Sprint. Die habe ich jetzt hier auf einem Bildschirm. Ja, was gibt es da zu erzählen? Es gibt 3 Keilereien.
Genau. Und das ist jetzt so ein bisschen, ne, die fünfte Keilerei findet am 21. Dezember statt. Die siebte Keilerei aber schon am 4. Dezember. Warum sie das so durcheinander gebracht haben? Ist ein Fehler. Quatsch, die siebte, ja, nee. Also, es gibt drei Clan-Keilereien. Einmal 9 gegen 9, einmal 4 gegen 4, einmal 12 gegen 12 auf unterschiedlichen Stufen. Stufe 5, Stufe 8, Stufe 10. Und ihr könnt euch selber eure Primetime auswählen, wann ihr also mit eurem Clan da spielen wollt. Bei 9 gegen 9 oder bei 12 gegen 12 sogar, da braucht man dann schon fast den ganzen Clan. Bei 4 gegen 4 kann man vielleicht sogar zwei Gruppen fahren lassen oder so. Ist eine ganz schöne Sache. Es gibt Kreditpunkte, es gibt Kohle, es gibt ein bisschen Stahl und Weihnachtsgeschenke auch noch. Genau. Und ich denke, der 4. Dezember soll eigentlich 4. Januar heißen. Ich werde das nachher auf dem Discord mal kurz teilen, dass der Artikel korrigiert wird. Genau. Ja. Ja. So, gewertete vom 27. Dezember bis 3. Januar, also nicht allzu viel Zeit. Und da gibt es diesmal ein total neues Format, nämlich 1 gegen 1. Das heißt, jeder kann seinen eigenen gewerteten Sprint gegen einen einzigen Gegner fahren im Tier 8 Modus, Herrschaftsmodus. Finde ich spannend, mal gucken. Ne? Also... Es wird eine verkleinerte Karte geben, sodass man sie schneller findet, aber es gibt keine Matchmaker-Regeln. Keine Matchmaker-Regeln. Ihr könnt Flugzeugträger gegen Zerstörer, ja, alles. Alles Mögliche, also es kann auch ein Schlachtschiff gegen Zerstörer sein, das wird, glaube ich, interessant werden. Auch dazu wird es separate Nachrichten auf dem World of Warships-Portal geben, wie auch bei der Clan-Keilerei eben schon, ne? Genau. Ja, und dann gibt es weitere Änderungen bei der Spielbalance, die ja nicht zu vernachlässigen ist. Unser OP-Träger Hosho, der wird weiter verändert. Ich hatte es schon mal erwähnt in einem anderen Video, der Träger auf der niedrigen Tierstufe war so stark, dass man zum Beispiel auch manövrieren konnte, ohne dass die Torpedo-Abwurfwinkel sich verändert haben oder größer wurden. Und auf der unteren Tierstufe gab es ja auch beim Matchmaker noch die Möglichkeit, dass 6 gegen 6, also 3 gegen 3 Träger anfangen, ja, ins Gefecht kommen konnten. Somit hat man als schwimmbare Metallinsel da nicht viel gegenzusetzen gehabt, gerade wohl auf der niedrigen Tierstufe, da ja auch die Flak nicht gerade besonders stark ist, um es mal so auszudrücken. Manche Schiffe haben gar keine Flak auf der Tierstufe. Und jetzt wird die Hochschule ein bisschen genervt und mit dem nächsten Update, also Update 090, könnte eventuell dann auch eine Matchmaker-Anpassung kommen. Dazu in einem separaten Video bei uns auf dem Kanal auch wieder eine Info. Also, genau, und die Midway haben sie auch ein bisschen verändert. Die Midway war in letzter Zeit nicht mehr sehr beliebt bei den Spielern, weil sie einfach vom Schadensoutput her ja nicht so ganz mit den anderen mithalten konnte. Jetzt haben sie halt die Werte der Torpedos verändert, also den Maximalschaden, der wurde hochgeschraubt und die Chance auf einen Wassereinbruch von 33 auf sagenhafte 42% erhöht. Und aber man hofft damit, dass die Midway jetzt einfach wieder ein bisschen konkurrenzfähiger werden kann dadurch. Ja. Wird aber nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, weil das sind Zahlen, bevor es in die Formelberechnung für einen Wassereinbruch geht. Ne? Das sind nur das ist quasi der Alpha-Wert des Torpedos, bevor er dann abgerechnet wird. Und der Alpha-Damage, der Maximalschaden, der erhöht sich jetzt ordentlich. Pro Salve der Torpedobomber sind dann über 30.000 Trefferpunkte im Wasser. Alpha-Damage. Ne? Also, schauen mal, wie es wird. Gucken wir mal. Ja, dann die Salem. Genau, die Salem, du sagst dann gleich noch was zu den deutschen Schlachtschiffen, weil die hast du ja auf dem PTS auch sozusagen schon mal ein bisschen angeschaut. Ja. Bei der Salem, ist jetzt nicht ganz überraschend, diese Änderung, weil ja, die Salem, da sind halt viele, am Anfang war sie sehr begehrt und wurde viel erworben gegen Kohle und in letzter Zeit anscheinend auch nicht mehr so sehr, weil viele sagen, ja Gott, das ist auch nur eine Desmo und so weiter. Also hat man der Salem jetzt ein bisschen was spendiert, um sie wieder etwas einzigartiger zu machen und vielleicht auch etwas beliebter. Und zwar wird das Überwachungsradar von 25 auf 40 Sekunden erhöht. Ne? Das ist anständig. Ja. Anständig, klar, sie kann dann ein bisschen besser agieren und so weiter und vielleicht überlegt der eine oder andere sich dann doch nochmal die Salem gegen Kohle zu holen. So, das Spannendste, glaube ich, aller Sachen neben der Hosho sind dann aber die deutschen Schlachtschiffe. So, die deutschen Schlachtschiffe, da gab es auch ein Video, ein Ausblickvideo für das Update 0811. Da habe ich auch euch so ein bisschen was zum Gameplay gezeigt, beziehungsweise zur Streuung auf dem PTS. Am Ende wird die Streuungsellipse der deutschen Schiffe jetzt an die amerikanischen und britischen Schlachtschiffe angepasst und das wird eine Änderung oder wird die Genauigkeit der deutschen Schiffe verbessern.
ich sage jetzt einfach mal, in Anführungsstriche zu setzen. Man merkt eine Änderung, ja, aber man muss ganz klar sagen, die amerikanischen Schlachtschiffe haben auch einen höheren Sigma-Wert. Hier wird nur die Streuungsellipse verändert, was nicht automatisch dazu führt, dass sie wirklich viel genauer ist. Das könnte am Ende auch nur ein Meter in der horizontalen Ausbreitung sein. Also, ja und nein. Ich finde, der echte Buff, der ist nämlich fast untergegangen, nämlich die hydrakosische Suche Modifikation 1, ist jetzt auf allen Schiffen der Tierstufe 6 möglich, sowie auf allen deutschen Schlachtschiffen. Das war nämlich vorher nie möglich, auf Schlachtschiffe die hydrakosische Suche Modifikation 1 einzubauen. Was bringt das nochmal? Es verlängert die Dauer des Hydros um 20%, wenn ich mich recht entsinne. Das heißt, ihr verlängert einfach die Dauer, wenn ihr sowieso vorne seid mit einem Kurfürst, mit einem großen Friedrich, da wo sie hingehören, dann braucht ihr euer Hydro und das hilft euch beim Überleben. Alles andere muss jeder nachher selber für sich bewerten, ob die Streuung jetzt besser geworden ist oder nicht. Ja. So, und dann sind wir schon bei optischen Sachen, nämlich visuelle Verbesserungen und Veränderungen. Da sind sie ja schon die ganze Zeit dran. Eigentlich wird so mit jedem Update die eine oder andere Karte überarbeitet und der eine oder andere Hafen. Jetzt in dem Fall ist es Hamburg, Marseille und die Karten Dreizack und Nachbarn. Und man kann das schon sehen, wenn man jetzt halt hier so hin und her fährt und sich die Bilder anguckt, wie sie das verändert haben, HDR-Technologie und so weiter. Das wird auch noch weitergehen. Auch in den kommenden Updates werden wir da noch Häfen und Karten haben, bis wir dann irgendwann einfach mal durch sind. Ja, hier seht ihr jetzt gerade die HDR-Variante von Nachbarn. Sieht auf jeden Fall nochmal ganz anders aus, muss man ganz ehrlich sagen, wo sie auch die ganzen Klippen und so weiter offensichtlich farblich verändert haben, so wirkte zumindest. Also, ich find's cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann gibt's noch einen Hinweis, der Ladebildschirm wird jetzt, erschreckt euch nicht, wenn ihr World of Warships das erste Mal startet mit Update 0.8.11, wird anders aussehen. Da ist nämlich jetzt Bewegtbild drin, könnt ihr euch drauf freuen. Macht Spaß, dazu zu gucken, ja, weil irgendwo der Login sich verändert hat, so ein bisschen. Genau. Ja. So, wir kommen zur Waffenkammer. Da haben wir ja vorhin schon gesagt, es gibt einen neuen Reiter Weihnachtsgeschenke, aber es gibt auch den Abschnitt Kapitäne und in dem findet ihr dann ab sofort einen lang erwarteten, endlich da ist er, deutschen Kapitän Günther den Lütjens. Genau. Allerdings hat er es auch preislich in sich. 175.000 Kohle wollen sie dafür haben. Die Talente haben wir euch schon mal vorgestellt. Wir hatten ihn ja schon mal so ein bisschen vorab geteasert. Alles gut und schön. Ich finde den Preis heftig und zudem, das ist dir, glaube ich, dann aufgefallen, da fehlt ja auch irgendwie so ein bisschen was. Genau, nämlich die Aufgabe. Also auf dem PTS gab es eine Aufgabe, womit man den Kapitän erfahren durfte oder konnte. Und hier gibt es jetzt hier wird zumindest nicht erwähnt, dass es eine separate Aufgabe geben wird, wofür man den Kapitän bekommt. In der Vergangenheit war es ja immer so, dass man sich die Kapitäne alle spielen konnte. Und dann 175.000 Kohle ausgeben konnte, wenn man es nicht geschafft hat. Hier kommt der Kapitän jetzt gleich für Kohle. Ich weiß nicht genau, vielleicht fehlt jetzt hier auch eine Info von Wargaming. Kann durchaus sein. Aber ja, ob die 175.000 Kohle jetzt verhältnismäßig sind, müssen wir dann mal schauen. Es ist ja auch für alle verschiedenen Klassen was dabei, ne? Ob nur Schlachtschiff, ob nur Kreuzer, ob nur Zerstörer oder Flugzeugträger. Trotzdem, aber es ist natürlich eine Menge. Also wenn ich mir überlege, dass ein neues Schiff um die 240, 250, 260.000 Kohle kostet und jetzt für einen Captain soll ich 175.000 Kohle ausgeben, dann finde ich das persönlich schon sehr heftig. Mhm. Aber gut, wir werden sehen. Ich denke nicht, dass da eine Aufgabe kommen wird. Ich glaube, das ist so ein kleiner Versuchsballon. Wir stellen die mal direkt rein und die Leute haben so viel Kohle, die werden das schon kaufen. Mal gucken. Man kann ja da auch dagegen halten. Dafür gibt es ja in diesem Update eine ganze Menge Kohle geschenkt. Ja, erspielbar. Das, ne? Wieder ein bisschen auszugleichen und so weiter. Man muss mal trotzdem sehen. Ich hätte ihn auch gern, aber ehrlich gesagt, ich persönlich bin nicht bereit, so viel Kohle auszugeben dafür. Das Gute ist, das ist ja für jeden seine Entscheidung. Ne? Kann jeder halten, wie er will. Genau. Ja. Gut, dann geht's weiter mit Coupons, würde ich sagen. So ist es. Wir sparen uns den Wolf. So, wir sparen uns den Wolf. Wir kriegen nämlich zum einen, es gab ja vor 3 Updates ungefähr, gab es den Coupon Schiffe für Dublonen, der wurde neu hinzugefügt. Und den konnte man einmal in einem halben Jahr benutzen und nur für den Reiter Schiffe für Dublonen einsetzen. Der wird jetzt vorzeitig resettet und zwar am 26. Dezember. Also ab von heute an bis 26. Dezember noch Zeit, den Coupon schnell zu benutzen, weil ihr ihn ab dem 26. Dezember wieder neu benutzen könnt für neue Schiffe. Und dazu kommt dann die Geschichte, dass es noch 3 weitere Coupons
kurzfristig verfügbar geben wird, nämlich nur vom 26. Dezember bis zum 8. Januar, gibt es zusätzlich zu den 25% noch einen Coupon über 10, 15 und 20%. Also das heißt, ihr könnt euch theoretisch rabattiert, wenn ihr denn möchtet, für Dublonen noch weitere Schiffe holen, falls ihr denn wollt. Falls ihr noch einen Coupon habt jetzt davor, könnt ihr insgesamt theoretisch bis zu 5 Schiffen holen. Und natürlich, auch da sei wieder dazu gesagt, in den Containern, in den Direktiven und so weiter und so fort. Es gibt ja auch einiges an Dublonen, das ihr einsacken könnt, was ihr dann hier quasi direkt wieder ausgeben könnt. Ja, so ist es. Und dann geht's weiter mit der Tarnung, und zwar der permanenten Neujahrstarnung. Hier haben wir die Hipper im Hafen, wo wir noch ein bisschen was zu sagen können. Also am Ende könnt ihr diverse Tarnungen dafür in diesem Update erfahren. Ja, es gibt jetzt hier zum Beispiel für die Belohnung für Direktiven, wenn man die abschließt, für Gefechtsaufträge der Goriza gibt es welche, und bei den Bauabschnitten der Werft, wo ich ja euch, wie gesagt, im separaten Video was zu erzählen werde, allein bei der Werft sind schon zwei, ja, und ich glaube, bei den Direktiven und der Goriza ist jeweils nochmal eine dabei, also könnt ihr 4 permanente Tarnungen erspielen, die ihr an jedes beliebige T8-Schiff anbringen könnt, wenn es nicht die Arp Takao, Harikaze, die AL Yukikaze oder die AL Montpellier ist. Ja, an die 4 Schiffe geht's nicht. Alle anderen Premium-Schiffe oder Forschungsbaumschiffe könnt ihr anbringen, wie ihr das wollt. Dann kommt noch mal etwas wieder, nämlich die Belle Epoque. Und zwar im Abschnitt Container in der Waffenkammer gibt es jetzt die Sammlungselemente bzw. die Container der Belle Epoque für diese gleichnamige Sammlung. Wer die damals nicht vollständig bekommen hat oder sie vielleicht gar nicht starten konnte oder so weiter, der kann sich jetzt hier die entsprechenden Container für Kohle kaufen. Und in dem gleichen Reiter sind dann halt auch die schon angesprochenen Schiffsbausammlungscontainer, wunderbares Wort, für Dublonen erhältlich. Ja, und zur Tarnung möchte ich gerade kurz noch sagen, habe ich gerade erst eben gesehen, habe ich vorhin irgendwie überlesen, besonders festliches Signalhorn wird die Tarnung dann auch haben. Also immer, wenn er sie anbringt, dann könnt ihr da ganz spezielle, so ein wahrscheinlich so ein Ho-Ho-Ho oder so, wie die letzten Jahre auch dabei war, wird es dann halt wahrscheinlich auch wieder geben. Ja, und man hofft dann, dass es dann nicht mit dem Ende des Updates sang- und klanglos verschwindet, wie bei so anderen Sachen früher. Wir werden es sehen. Wobei bei der Tarnung wird es ja quasi permanent erhalten bleiben. Die Tarnung behaltet ihr ja, ne? Also ja, selbst schon. Über Weihnachten hinaus, müssen wir mal gucken. Mal gucken. Und genau. Apropos Schiffe für Dublonen, Kaga, Saipan und Graf Zeppelin sind jetzt dann auch in der Waffenkammer im Reiter Schiffe für Dublonen verfügbar. Genau, und apropos Tarnung, da sind wir dann auch nochmal, und zwar gibt es ein paar neue permanente Tarnungen, die ihr auch im Reiter Tarnungen findet, unter anderem die Tarnung Ajax 1940 für die Leander wird es dort geben, und ja, die Nachrichten über die Kampfaufträge wird dann nochmal gesondert von Wargaming publiziert, was es dazu dann alles geben wird. Genau, apropos wie, Neues geben wird, was ihr demnächst auch neu sehen werdet, sind ein paar Testschiffe. So ist es. Und da hatte ich auch schon ansatzweise drüber berichtet. Borodino T8 Schlachtschiff der Sowjetunion oder UdSSR, um es ganz korrekt so auszudrücken, wird es als Testschiff geben. Die Cheshire, das ist der T8 Premium Kreuzer, schwere Kreuzer der britischen Royal Navy. Und dann die Baji und die Wukong. Das sind dann 2 Schiffe, die für das Mondneujahr Anfang des nächsten Jahres geben wird. Also eher Ende Januar. Da wird das neue Mondneujahr dann wahrscheinlich reinkommen. Und das dürfen wir dann auch testen und fahren. Und das werdet ihr natürlich sehen bei uns in Videoform und dann auch in den Livestreams, wo ihr die Testschiffe dann alle auch nochmal Fragen zu stellen könnt. Wir können Builds ausprobieren. Also herzliche Einladung an der Stelle nochmal, wer unsere Livestreams noch nicht kennt, bei YouTube, Twitch, Facebook und Mixer. Schaut vorbei. Testschiffe sind da eigentlich so gut wie immer mit dabei. Und es gibt auch immer ein paar Codes, die wir für euch natürlich verlosen. So, es gibt noch ein paar letzte Worte, und zwar ein paar Verbesserungen und Fehlerbehebungen. Wir werden euch jetzt hier nicht die ganze Liste präsentieren, weil die könnt ihr euch dann selber durchlesen und solltet ihr vielleicht auch, aber da kommen wir gleich noch dazu. Ein, zwei Sachen kann man, glaube ich, hier herausheben, und zwar zum einen die Ladezeit der Clanbasis, oft kritisiert, genauso wie von der Waffenkammer, soll verringert werden. Wir werden sehen, ob es dann in Natura und im Spiel auch so ist. Und sie haben Farben geändert, und zwar von Geschossspuren, richtig? Ja, von Nikolai Kuznetsov und Luigi Sansonetti. Nikolai Kuznetsov hat meiner Erinnerung nach schon immer rote Farben gehabt, aber Luigi Sansonetti hatte die italienische Flagge, so dass ein Teil der Munition grün, weiß und rot schimmerte. Ja, und das machen sie jetzt dann auch so, dass das einfach eine rote Farbe wird.
Nee, fast ein bisschen schade. Eine grüne Farbe wäre cooler gewesen. Ich finde auch schade, und zwar der Hafen Monsterbuch, den gibt's nicht mehr. Den kann man auch nicht mehr auswählen. Ich mochte ihn wirklich sehr gerne und ich hatte ihn auch gerne im Hintergrund. Ich finde, den hätte man ruhig ganzjährig drin lassen können als Hafen, aber naja, gut. Okay. Gut, da ist der Halloween-Hafen, ne? Also, ja, das ist... okay, naja. Ich hatte ihn nicht so gerne ausgewählt. Für mich ist es jetzt nicht so ein Problem, aber so ist es eben. Das Spiel ist ja für euch. Jeder kann das für euch, kann sich das so einstellen, wie er das eben möchte. Genau. Ja. Ein wichtiger, wirklich wichtiger Hinweis ist, nicht nur, wenn ihr diesen Artikel bei World of Warships lest, dass ihr allein durch das Lesen und Runterscrollen schon Geschenke bekommen könnt, sondern auch die nächsten Artikel, die veröffentlicht werden. Da wird es überall am Ende eine Schaltfläche geben, die 3 Tage aktiv ist. Also ihr solltet die Artikel lesen, wenn sie direkt rauskommen. Und wenn ihr da eingeloggt seid und draufklickt, dann bekommt ihr Geschenke. Und zwar Signale, Zulu, Papa Papa und Equal Speed Charlie London. Das sind dann die, die euch Credits bringen oder eben Free XP oder eben ganz normale EP je Gefecht. Also ökonomische Signale kann man nie genug haben, sage genau. ich mal. Genau. Und am Ende gilt es einfach nur, Artikel aufrufen, nach unten scrollen, eingeloggt sein und ich möchte mein Geschenk erhalten, Button drücken, so wie ich das jetzt getan habe. Und in dem Moment steht da auch Glückwunsch, Sie nehmen an diesem Angebot teil. Und das war es eigentlich, was wir zu dem Update 0811 in diesem Video erwähnen wollen. Nochmals der Hinweis auf das separate Video zur Werft, das jetzt quasi auch gleich im Anschluss hier an dieses Video erscheinen wird. Ich werde es euch nochmal verlinken am Ende diesen Videos. Auch in der Beschreibung werdet ihr das Video finden. Und es war auch, als wir davon gesprochen haben, oben eingeblendet als Hinweis. Und jetzt bleibt mir nur, euch da draußen eine schöne Adventszeit zu wünschen, sehr viel Spaß mit diesem Update zu haben, jede Menge Geschenke und ich sage natürlich danke an Uwe, ja, dass du dir die Zeit wieder genommen hast, hier mit mir zusammen den Deep Talk zu moderieren. Mache ich sehr gerne und auch ich wünsche euch ein fröhliches Container-Opening sozusagen bei den Weihnachtscontainern und den ganzen Sachen und wir sehen uns dann im nächsten Livestream. Macht's gut!